Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Channel, Franzig FIFA. Und zwar wird das hier ein Retalk-Video, mal ein etwas anderes Video. Normalerweise bringe ich ja natürlich ganz normalen FIFA-Content, aber ich habe ja schon 2 Wochen lang keinen FIFA-Content gebracht, also keine Videos, und ich war auch gar nicht auf dem Twitch-Channel on und das sogar seit einem Monat ungefähr. Und wie es natürlich weitergehen wird, das erfährt ihr hier in diesem Video. Oh, ja, der ist gut, Matthäus. Ey, der ist wirklich gut. Kante, wie geil. Ja, wir bauen uns ein Weekend League-Team. Ja, alles wieder gerettet. Ich sag ganz ehrlich, ich hab Bock auf Forlan. Ich find, Forlan ist big. Ich find, der ist wirklich big. Ja! Gabi! Let's go! Count auf 2. Ich sehe einfach Brasilien und denk mir, ey, die können eine Karte nach der anderen. Krass, Ismaili. Neymar Junior, geil! So, und wie ihr schon aus dem Titel entnehmen könnt, wird es natürlich wieder Twitch-Streams geben. Ab morgen gibt es schon bereits den nächsten Twitch-Stream, ab 23 Uhr. Schaut gerne vorbei. Wir werden etwas später streamen, wie gewöhnt, weil natürlich die Champions League ansteht und ja, das schaue ich mir natürlich an. Und ihr könnt gerne Support da lassen auf dem Twitch-Channel. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, Franzig Gaming. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wenn wir die 50 Follower erreichen, das habe ich schon mal erwähnt gehabt in einem Stream, werden wir einen 12-Stunden-Stream machen. Das Ganze, also es hieße, wir würden das in 2 Parts splitten. Einmal 6 Stunden auf dem YouTube-Channel und dann 6 Stunden auf dem Twitch-Channel. Und welche Tage es sein werden, kann ich noch nicht genau sagen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben, welche Tage für euch am besten passen würden. So, und jetzt erstmal zum YouTube-Channel. Ich habe ja jetzt schon so ungefähr 2 Monate seit Beginn des Team of the Years auf dem YouTube-Channel gestreamt gehabt, unter der Woche. Und ich dachte mir einfach, ich drehe den Spieß um und wir machen das Ganze auf dem Twitch-Channel. Also wir würden dann quasi unter der Woche auf dem Twitch-Channel streamen und am Wochenende dann eben auf dem YouTube-Channel. Und ich denke mir, das wäre eigentlich so die beste Lösung, weil ich möchte weiterhin natürlich Content bringen auf dem YouTube-Channel. Das hieße, wir würden einmal auf dem Twitch-Channel natürlich streamen unter der Woche, am Montag und am Mittwoch. Das wären so die 2 Tage, montags und mittwochs auf dem Twitch-Channel. Und es wird natürlich Videos geben. Es ist geplant, dass ich dann Videos ab der nächsten Woche Dienstag und Donnerstags bringe. Und es passt halt perfekt. Dann hast du einmal Abwechslung Twitch-Content und natürlich YouTube-Content. Und auf dem YouTube-Channel wird es natürlich auch noch Streams geben, ganz klar. Wir würden dann am Wochenende streamen. Ob wir Samstag und Sonntag streamen oder nur Samstag, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr Streams über das ganze Wochenende sehen wollt oder ob es schon reicht, wenn ich vielleicht nur einmal in der Woche auf dem YouTube-Channel streame. Ich werde da nochmal gucken, wie es am besten passt. Aber ich denke, ich könnte eigentlich auch das eine oder andere Mal natürlich auch übers Wochenende komplett samstags und sonntags auf dem YouTube-Channel streamen. Ich habe natürlich genug Content. Ich habe so viele Packs aufgespart, also für den Stream morgen schon. Und wir wollen natürlich auch das Team of the Season voten. Das werden wir morgen auch machen. Es wird eine Menge Content geben. Deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, gerne auf dem Twitch-Channel vorbeischauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und die Uhrzeiten, wann wir streamen werden auf dem Twitch-Channel, sind also montags ab, würde ich sagen, 20 Uhr oder vielleicht sogar 21 Uhr. Ich tendiere eher zu 21 Uhr. Also montags und mittwochs 21 Uhr, roundabout. Und ja, dienstags, wie gesagt, und Donnerstag wird es Video geben. Also dienstags und donnerstags wird es natürlich auf dem YouTube-Channel FIFA-Content-Videos geben. Aber Uhrzeiten, wann diese Videos kommen, weiß ich nicht ganz genau. Vielleicht so 14 Uhr kommen die Videos. Denke ich, ist eigentlich eine perfekte Uhrzeit. Oder vielleicht sogar erst 16 Uhr. Da schaue ich nochmal. Und Streams wird es dann natürlich übers Wochenende samstags und sonntags oder nur samstags eben, schaue ich nochmal, natürlich geben. Uhrzeiten werden wahrscheinlich auch so 21 Uhr. So, das war es soweit hier mit dem Up-to-Date-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einem FIFA-Video. Ach so, und die nächsten Videos hier, diese Woche werde ich wahrscheinlich erstmal
nächstes Video am Donnerstag maybe bringen. Da wird das Team of the Season, das Voting-Video, werde ich dann online bringen auf dem YouTube-Channel. Und dann werden wir weiter gucken. Ich werde dann wahrscheinlich ab nächster Woche erst dienstags dann frühestens wieder ein Video bringen. Weil ich möchte natürlich jetzt mit den Streams erstmal durchziehen. Und dann habe ich sowieso genug Content, um gefühlt tagtäglich ein Video zu bringen. Aber ich denke, das reicht hier für den Channel, reicht es, wenn ich jede 2 Tage ein Video bringe. Vor allem, weil ich dann an den Tagen, wo ich keine Videos bringe, streame ich ja. Also gibt es eigentlich immer Content. So, dann würde ich sagen, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr auch dieses Video gerne supportet und gerne ein Abo da lässt, wenn euch das Video dann gefällt, wenn der Content euch gefällt. Soll ja jeder für sich selbst entscheiden. Würde mich auch freuen, wenn ihr auch Like da lässt. Und ich habe da jetzt kein Ziel, wie viele Likes dieses Video erreichen soll oder wie viele Abonnenten ich insgesamt überhaupt haben möchte. So, das war's soweit hier mit dem Up-to-Date-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Diesmal ein etwas anderes Video, aber dieses Real-Talk-Video musste halt ehrlich sein. 2 Wochen kein Content gebracht und ich denke, der eine oder andere hat sich schon gefragt gehabt, kommt da noch ein FIFA-Content oder irgendwas? Also ich werde natürlich weitermachen, ich werde natürlich weiterhin durchziehen und ich denke, so ist es eigentlich am besten, wenn wir unter der Woche Twitch-Streams bringen und da nochmal versuchen, nicen Content zu bringen und dann eben halt auch weiterhin mit den Videos durchziehen. Weil ich merke wirklich, der Support ist wirklich da gewesen in den Videos. Und ich denke, wenn ich mehr Content bringe und nach für nach immer mehr streame, kann ich immer mehr Leute erreichen. Und das ist der Grund, weshalb ich überhaupt streame oder weshalb ich überhaupt Content bringe. Und wenn wir bald die 100 Abonnenten erreichen, dann wird es selbstverständlich einen 12-Stunden Stream geben. Und ich bin schon so hyped drauf. Und damit verabschiede ich mich hier fürs Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne Like da lassen, das Video gerne verbreiten. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, könnt auch gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, bin ich für heute raus und bye.